Hey Freunde, da bin ich wieder zurück mit Alan Wake. Leicht verschnupft, weil sich die Erkältung wieder zurückgemeldet hat. Du Arschloch, ich werd dich schon los. Aber naja, wir beginnen jetzt weiter mit der... Beginnen jetzt weiter mit der Action! Okay, wir müssen jetzt flüchten. Will ich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Jupp, das stimmt. Einen Ausweg finden und da bin ich gut drin. Hey, im Abbauen. Guck mal. Ah, oh, wir haben keine Taschenlampe, oder? Nur ein Revolver. Gut, wo geht's hier raus? Ach du Scheiße. Opa! Es ist verschlossen. Oh, komm schon! Komm schon! Okay, ist offen. Eine Thermoflasche. Ich habe das Gefühl, dass uns eine Thermoflasche braucht. Oh oh. Oh oh, okay. Licht, 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 Licht. Gibt's in der zweiten Etage? Gibt es. Tja, mein Deutsch ist auch nicht mehr das Gute. Aber naja, gleichzeitig laufen, sich ums Überleben kümmern und Deutsch sprechen, das ist halt schwer. Gut. Nein! Oh Gott. Ja. So, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Gut, Alan, und... Nein! Eins! Zwei! Fokussieren. Yeah! Alles klar, das wird sie erstmal eine Weile aufhalten. Oder ganz zerstören. So, können wir hier raus? Nein, natürlich nicht. Ich muss wieder zurück in die erste Etage. Alles klar. Ja, komm schon, Alan. Komm schon, Bertha dich aus. Drei, zwei, Bertha. Nicht mal bis zu eins zählen, nicht schlecht. So. Über den Tisch. Auf den Tisch. Über. Auf. Ins. Rohr oder keine Ahnung, was das war. Ein Teppich. Oh nein. Na, wenn das keine zwei Schränke sind. Sieht man ja sonst vor der Diskothek immer. Und. Raus hier. Oh mein Gott, hört man mich überhaupt? Oh oh. Hört man mich schreien vor Angst gleich? Was ist denn jetzt los? Oh oh. Was hast du vor? Ich weiß, dass du was vorhast. Verdammt, ich muss einen Ausweg finden. Durch die Fenster kann ich nicht raus. Was ist das hier? Autsch, das tut weh. Moment, Moment. Ich habe eine Leuchtfackel. Die könnte ich jetzt einsetzen. Wäre das eine Verschwendung? Ich glaube nicht. Lasst mich vorbei! Und? Es hat was gebracht. Super. Okay, ich glaube, das war der einzige Weg hier raus. Da sind die... Wow, kommt da näher. Oh, oh. Was ist das denn? Autos. Ich bin ein Mann und habe alles um mich herum. Tokyo Drift. Ja. Mustang Drift. Oh. Ja, super. Versteckte Werbung. Ja, dafür habe ich auch Zeit. Ach, da geht's noch weiter. Handywerbung auch noch. Ja, aber dafür bekomme ich Geld. Halt's Maul. So, wo ist das? Hartmanns Auftrag. Moment, heißt es nicht Hartmanns? Der heißt auch Hartmann. Ich habe auch gelesen in den Kommentaren, da hat sich jemand aufgeregt, dass Thor falsch geschrieben wurde. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hartman wusste, er war kein Schöpfer. Er hatte keine Ambitionen dahin und wollte auch bestimmt nicht so enden wie all die Künstler, die er hier behandelt hatte. Ihre Schäden waren schwer zu beschreiben. Oder Schlimmeres. Es reichte ihm, kreative Kontrolle zu haben und die Richtung zu weisen. Wie ein Produzent. Genau das war es, was die meisten von ihnen ohnehin brauchten. Natürlich waren passende Subjekte eher selten. Ich verstehe. Und setzen deswegen fort. F4. Nein, F4. Fast F5. So. Check out the latest games. Oh! Ah! Ja, nee, das war eine Abkürzung. Das war keine Abkürzung. So, Kontrollpunkt erreicht. Sehr gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich hab ne Idee. Na, komm doch her. Na, komm, versuch's nochmal, du Idiot. Oh oh. Okay, er ist drüben. Und jetzt fliegt er hier durch. Aber er trifft mich nicht. Ich hoffe es. Oh Gott, es kommt. Alan, konzentrier dich. Oh. Das war knapp, Mann. Und nicht hart, Mann. So. Oh, es kommt zurück. Oh nein. Etwas übersehen, etwas übersehen. Nein.
Komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein. Und raus hier. Ich bin hier. Warte, 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 warte. Ich darf nichts übersehen. Hat da gerade was geleuchtet? Da. Da. Okay, das funkelt nur. Aber ich habe so ein Gefühl, dass es hier etwas gibt. Moment. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Da. Jupp, ich komme ja schon. Oh Mann, diese blöde Erkältung. Ich meine, Ohren sind auch etwas verstopft. Deswegen höre ich alles so komisch. Naja. Ich habe das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Ja. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al! Ich bin neben dir, Mann. Hör auf zu schreien. Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Oh mein Gott! Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ein Manuskript! Nein! Lithium-Batterien! Super! Jawohl! Ach nee, muss ich ja nicht. Einfach nur erlösen. Okay. Okay, okay, okay. Oh nein, noch mehr. Kann ich hier raus? Komm schon, 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 komm schon. Ja! Und raus hier. Oh Gott, das Haus sieht übel aus. Lass uns verschwinden. Na, endlich mal eine gute Idee. Durch den Garten gelangen. Alles klar, dann gelangen wir jetzt mal durch den Garten mit verstopften Ohren. Also nicht, dass ich mich nicht putze. das Problem ist, ich hatte Ohrenschmerzen am rechten Ohr. Ich habe keine Ahnung, woran. Wahrscheinlich, weil ich als Gamer einmal draußen war. Und ein kleiner Windhauch eines kleinen Babys, könnte auch ein Pups gewesen sein, mein Ohr streifte. Und dann hat es sofort angefangen, weh zu tun. Am nächsten Morgen war das rechte Ohr verstopft. Ich konnte schlecht hören. Und am Morgen darauf war es das linke. Und jetzt sind es beide! Verdammt. Gut, habe ich da alles aufgehoben? Wir müssen nämlich jetzt Jahre Revolvermunition. Oh mein Gott, durch den Garten. Das klingt nicht sehr einladend hier. Links, rechts, links, rechts, links. Links sind Batterien. Ja, ich wusste es! Leg dich nicht mit Alan an. Und Batterien aufheben. Ha, euch habe ich es gezeigt. Euch Idioten. So, ich glaube hier links. Links ist falsch, verdammt. So. Pinkelspuren. Don't trust Emil? Wer ist denn Emil? Emil? Meimel? Don't trust Emil. Der Typ heißt aber nicht Emil. Emil? Emil, bist du hier? Oh, guck mal. Ein wunderschönes Manuskript unterm Baum. Das nehmen wir uns. Und lesen es uns durch. Wake sieht die Bühne der Old Goods. Gut. Ich betrachtete den Wikinger-Krimskrams, der um eine erstaunliche Hauptattraktion verstreut lag. Eine große Bühne, komplett mit riesigem Soundsystem und allem drum und dran, inklusive eines Drachens. Man musste schon besonders irre sein, um derlei in der Einöde zu errichten. Als sich der Himmel mit einem Knall auftat und die Musik laut dröhnte, fühlte sich das seltsam passend an. Okay. Die Manuskripte sind ja meistens erzählen von der Zukunft, oder? Oder manchmal auch das, was passiert ist. Dann heißt das, wir werden die Bühne betreten, oder? Und werden wir die Goods... Das sind ja die beiden alten Knackis in der Irrenanstalt. Ne? Die beiden Goods, oder? Lebe noch. Nein, nicht mehr. Doch, doch, jetzt schon. Ja. Gut, dann sag mir mal, wo die sind. Aber nicht denen, wo ich bin. Okay, bitte. Oh nein. Da habe ich dich geblendet, mein Freund. So. Andere Waffen habe ich nicht. Aber wir haben Leuchtwackeln, das ist super. Eine Sackgasse, verdammt. Warum können wir nicht einfach durch das Gestrüpp flüchten? Noch viel einfacher. Wow. Oh oh. Ein großer Jäger. Oder Bergarbeiter.
Kein Problem für mich. Oh, 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 oh. Okay, ist noch ein Problem. Ja. Verdammt, 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 verdammt. Nein! Ach, du Idiot, Alan. Weich doch raus. Das ist nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Warum denn? Gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Moment. Oh, ist das nervig mit diesen Ohren. Ja, du bist sehr interessant. Sehr interessant. So, du bist tot. Mal kurz nachladen, dann mal das Manuskript aufheben. Supi-dupi. Mhm. Jetzt gleich nach links, so. Und ich dachte schon, jetzt kommt er von rechts hier, hä? Nein? Hab dich. Na komm schon, runter da, mein Freund. Alles klar. Lad nach, lad nach. Komm schon, komplett nachladen. Perfekt. Ja. Tja, das war's wohl. Ich bin doch so Pro und brauch nicht drei Versuche. Komm schon. Aha, Manuskript. Hartman und der Stromausfall. Hartman rannte den Korridor entlang. Er hatte Wake nur ungern verlassen, als er am empfänglichsten für die Therapie war. Doch dies war kein normales Unwetter. Wake hatte geschrieben und hatte etwas in den Tiefen des Sees geweckt. Jetzt wollte es ihn holen. Mhm. Hartman hatte sich natürlich auf so eine Situation vorbereitet. Die irren Brüder würden Wake ablenken, während Hartman zur Sicherheit alles noch einmal prüfte. Alles klar. Aber ich will jetzt raus aus diesem Labyrinth hier. Das sieht richtig aus. Von hier kam ich auf jeden Fall nicht. Nein, 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 nein. Vielleicht habe ich hier etwas übersehen. Wie zum Beispiel Munition. Nein, gibt's nicht. Was? Wer redet da? Ich verstehe dich so schlecht. Kontrollpunkt erreicht. Gut, Freunde, dann mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part von Alan Wake wieder. Ich muss mal die Aufnahme überprüfen, weil ich jetzt alles anders höre. Und bis demnächst.